In diesem Tutorial zeige ich dir die unsichtbare gerippte Abkettmethode. Dafür benötigst du neben der Schere eine Wollnadel. Für die gerippte Abkettmethode eignen sich bestens Socken, die von unten nach oben gestrickt werden, und es ergibt eine schöne unsichtbare Kante. Dafür musst du zuerst das Garn abschneiden und es soll dreimal so lang sein wie die Abkettkante. In meinem Fall ist jetzt das ein Umfang, weil ich die Socken abketten will. Und ich habe das Garn schon abgeschnitten und fädle jetzt das durch meine Wollnadel ein. Und dann kann ich schon mit der Abketten beginnen. Meine erste Masche ist eine rechte Masche und jede Masche wird zweimal gearbeitet. Ich steche mit der Wollnadel von rechts nach links in die rechte Masche, in die erste Masche. Dann von links nach rechts in die zweite, in die linke Masche. Und dann nochmals in die erste, und zwar von links nach rechts, und kann sie gleichzeitig von der Nadel abheben und fallen lassen. Dann in die nächste rechte Masche von rechts nach links. Und nochmals von rechts nach links in die erste Masche, die eine linke Masche ist. Und ich kann sie gleichzeitig von der Nadel fallen lassen. Und nun kommt ein Schritt, der ein bisschen mühsam ist, aber du wirst es sehen, es lohnt sich. Und zwar gehe ich mit der Wollnadel hinter die erste Masche, was eine rechte Masche ist, und steche von links nach rechts in die zweite Masche, was eine linke Masche ist. Und zwar so. Ich mache das nochmals. Ich komme von hinten nach vorne und steche hier rein. Und ziehe den Faden durch. Und nun starte ich wieder mit von links nach rechts in die erste Masche und kann die Masche von der Nadel gleiten lassen. Dann von rechts nach links in die zweite und nochmals von rechts nach links in die erste Masche und lasse sie von der Nadel gleiten. Und nun kommt wieder die etwas aufwendigere Teil. Von hinten steche ich von links nach rechts in die zweite Masche. Und wiederhole die Schritte, die ich dir jetzt gezeigt habe, bis ans Ende. Wenn ich das fertig gemacht habe und eine Masche noch auf der Nadel ist, ziehe ich den Faden durch die Masche. Und ich habe hier angefangen und du kannst es dann den Faden schön vernähen, so dass es wirklich unsichtbare Kante ist. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen. Wenn ja, dann gib mir noch einen Daumen hoch und abonniere meinen YouTube-Kanal. Tschüss!